Das ist Lille, ein geschichtsträchtiges Dorf im Markgräflerland. Es zählt nur knapp 1000 Einwohner. Und doch ist es seit mehr als 450 Jahren für seine lila Schlossquelle bekannt. Darf ich vorstellen? Schlossherr Hans Balthasar von Baden. Er veranlasste 1560 die Erschließung der lila Quelle, die in den Jahren darauf als Bad und auch als Versandwasser immer beliebter wurde. Sogar weit über die Markgräfler-Region hinaus. In Tonkrügen wurde das köstliche Mineralwasser bis an den königlichen Hof in England geliefert und erhielt internationale Auszeichnungen bei Ausstellungen in Paris, Rom und London. 1955 erwarb Familie Sattler die Quelle und machte sie zu dem, was sie heute ist. Ein traditionsbewusstes, regional verbundenes Familienunternehmen. Eine Mineralwassermanufaktur, die großen Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legt. Familie Sattler führt Lila Schlossbrunnen bereits in der dritten Generation. Natürlich nicht alleine. Ein 65-köpfiges Team macht den Erfolg erst richtig möglich. Nicht nur das Wappen unterstreicht die Verbundenheit zur Region, auch die Herkunft des Wassers. Das lila Mineralwasser stammt nämlich aus dem Hauptrogenstein einer Kalksteinformation im Waldgebiet mit europäischem Schutzstatus östlich von Lille. Es ist kochsalzarm, enthält Hydrogencarbonat und hat einen leicht basischen Charakter. Durch seine ausgewogene und feine Mineralisierung schmeckt lila Wasser besonders neutral und lässt sich perfekt mit allen Speisen und Weinen kombinieren. Das empfiehlt auch der Sommelier-Weltmeister Markus Del Monego. Schon probiert? Dann wird's höchste Zeit!